Um zwei Brüche zu multiplizieren, multipliziert man die Zähler miteinander und die Nenner miteinander. Das bleibt selbstverständlich auch gültig bei literarischen Brüchen, das heißt bei Brüchen, die Buchstaben enthalten. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Dieses A kürzt sich mit a Quadrat weg und dann bleibt unten a. Dieses b kürzt sich weg mit b Quadrat und dann bleibt oben b. Und dieses c kürzt sich weg mit c hoch 3 und dann bleibt oben c hoch 2. Also so. Und jetzt brauchen wir nur noch Zähler miteinander zu multiplizieren und die Nenner miteinander zu multiplizieren. So erhalten wir bc Quadrat auf a. Im nächsten Beispiel sehen wir, dass 21 und 14 kürzbar sind durch 7. 21 geteilt durch 7 macht 3. 14 geteilt durch 7 macht 2. Also bleibt da 3 und da die 2. Schauen wir jetzt für a. Der Exponent für a unten ist größer als oben. Also schreiben wir unten a hoch 3 minus 2. Das heißt a hoch 1, also a. Der Exponent von b ist oben größer als unten, also schreiben wir oben b hoch 3 minus 2, das heißt b hoch 1, also b. Bei c sind die Exponenten gleich, also dieses c streicht sich weg. Dieses Trinom ist genau dasselbe wie a plus b im Quadrat. Also schreiben wir dieses Trinom in Form von a plus b im Quadrat. Somit streichen diese beiden Quadrate sich weg und es bleibt noch 3b geteilt durch 2a und fertig. In dieser Übung faktorisieren wir alles so weit wie möglich. Wir sehen hier x Quadrat minus 3 im Quadrat. Das macht x minus 3 mal x plus 3. In diesem Binom können wir 2 ausklammern und erhalten 2 mal x plus 2. Dieses Binom ist nicht faktorisierbar und hier erkennen wir das Quadrat von x minus 3. Also so. Jetzt können wir anfangen zu kürzen. Wir haben hier den Faktor x minus 3 und unten ist er zweimal vorhanden. Also streichen wir einen davon mit diesem oben. Und so können wir diese beiden Faktoren schon mal wegkürzen. Hier ist der Faktor x plus 3. Der kürzt sich nicht weg, die 2 auch nicht, aber der Faktor x plus 2 wohl, denn der multipliziert auch unten. Der kürzt sich dann noch weg und so bleibt letztendlich übrig 2 mal x plus 3 geteilt durch x minus 3 und fertig. In dem Beispiel machen wir Ähnliches. Wir werden zuerst alles faktorisieren. Hier oben können wir eine 3 ausklammern. Das ist schon faktorisiert. Hier können wir eine 4 ausklammern und a plus b kann man nicht faktorisieren. Also erhalten wir diesen Bruch. Und in diesem Bruch erkennen wir, dass diese 4 sich schon mal wegkürzt. Die darf weg. Dieses Trinom ist dasselbe wie a plus b im Quadrat. Und diese Differenz von den zwei Quadraten, das ist dasselbe wie a minus b mal a plus b. Wir schreiben das Ganze also in diese Form. Jetzt sehen wir hier den Faktor a plus b im Quadrat und der kürzt sich weg mit diesen beiden Faktoren. Somit sind diese Faktoren schon mal weg. Wir sehen hier den Faktor a minus b, der multipliziert aber auch unten. Und somit verschwinden auch diese zwei Klammern. Letztendlich bleibt nur diese drei übrig. Das ist die Endantwort. Hier machen wir Ähnliches. Zuerst faktorisieren wir alles so weit wie möglich. Hier können wir eine 5 ausklammern. Dieser Term ist schon faktorisiert. Hier werden wir ein Minus ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann x Quadrat minus y Quadrat. Das werden wir dann noch weiter faktorisieren können in x minus y und x plus y. Und hier klammern wir eine 5 aus. Machen wir das schon mal so. Hier sehen wir, dass diese 5 sich mit der wegkürzen kann. Also weg sind sie.
Jetzt werden wir diese Differenz von zwei Quadraten faktorisieren in x minus y mal x plus y. Und dieses Trinom, das ist das Quadrat von x minus y. Und so sehen wir, dass wir noch verschiedene Faktoren wegstreichen können. X minus y im Quadrat, das ist dasselbe wie x minus y mal x minus y. Also streichen diese drei Faktoren sich weg. X plus y multipliziert auch unten. Diese beiden Faktoren streichen sich ebenfalls weg. Was bleibt? Diese 4 und dieses Minus, das man nicht vergessen sollte. Die Antwort ist also minus 4. So, und die Übung ist beendet.